Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Ich probiere das jetzt nochmal mit den Bounty-Geschichten und habe meine Anvil eben umgebaut. Die Tarantula habe ich rausgeschmissen und dafür FL33 bzw. FL22 eingebaut. Habe ich bestätigt? Ja, habe ich bestätigt. Und jetzt schaue ich mal nach den Missionen. Ich hatte vorher schon geguckt. Die Mission, die ich eigentlich wollte, so um A-Corp herum, irgendwelche Bounty Huntings mit, wie heißt sie, VLRT, Very Low, R irgendwas Target, war wieder nicht da. Da gibt's Blackjack einmal mit einem schweren Ziel, dann gibt's nochmal ein schweres Ziel und das leichte Ziel ist... Oh! Doch, das nehme ich gleich mal an. Da steht, the last known location was the Vala Wreck Site. Steht nichts von Cave. Hat sich das geändert? Sehr gut. Das finde ich gut. Dann war da noch was. Dieses hätte ich sonst gemacht. Da wäre ich halt dann irgendwo in der Gegend rumgeflogen. Aber jetzt gucke ich erstmal Mercenaries Call to Arms. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder so einen komischen Dingsterbums, weil Vala Wreckside hatte ich letztes Mal auch schon Probleme. Ach, das ist eine Anvil, da ist sie. Hangar 4. Ich nehme mal nicht diese häufig benutzten Hangar-Aufzüge, sondern ich nehme mal einen anderen. Und ich setze erstmal meinen Helm auf. Bis der Fahrstuhl da ist, schaffen wir das. Helm aufsetzen, meine ich. 4. Muss ich jetzt noch einen trinken? Das verstehe ich auch nicht. Manchmal geht das die ganze Zeit, da geht das Trinken nicht runter. Und manchmal ist das ruckzuck, bin ich ausgetrocknet. Ich weiß nicht. Ja, eben, gerade wieder einen runter. Ich gehe hier ganz normal ohne Jogging lang. Und bin trotzdem schon fast platt. Da hebe ich erstmal noch einen. Ich nehme gleich ein Obst. Ich nehme kein Obst. Ich nehme doch ein Obst. Ah, es geht wieder mit der Hand. Wie hoch komme ich? 95. Dann store ich den gleich mal wieder. Gut. Frisch gestärkt mit einem gesunden Frühstück. Bin ich mal gespannt, was jetzt dann passieren wird. Ja, links die Repeater, rechts die FL. Vielleicht spiegelt das O sogar Starterlaubnis. Hier unten ganz.
Ja, genau. Repeater sind auf 0 und die Kanonen auf 1. Das sollte dann funktionieren. Takeoff complete. Landing gear raised. Oh, wieder irgendwo gegen. Und raus. Thank you. And please visit again. Umschalten in Quantum-Modus und Karte angucken. Ja. Nein. Vala. Warum geht der jetzt? Ach, er dreht sich richtig hin. Sehr gut. In der Nähe ist 61. Nein, ich glaube. Nein, doch. 61. Route. Route geht direkt, was ich nicht glaube. Da funktionieren vermutlich wieder die. Doch. Ach, die werden gar nicht in der Route angezeigt, sondern direkt hier. Ich sitze ganz verspannt hier in meinem Sessel. Ja, anscheinend funktioniert das mit den Quantums gerade. Kann ich gleich mal probieren. Ich bin im Quantum-Modus. Ja gut, da geht nichts. Da geht nichts mit den Waffen. Kann ich mal schnell probieren, ob die Feuergeschwindigkeit passt oder nicht. Ezra Horton. Ich habe wieder nicht geguckt, welche Taste ich da belegt habe für die Zielgeschichte. Ich glaube, das war der hier. Der Tasten-Dings da, wo ich gerade mit meinem Daumen bin. Ja, natürlich. Ihr wisst Bescheid, wo ich gerade drücke. Ja. Der Anflug läuft schon mal ganz gut. Oh, 200 Kilometer. Die mag ich aber nicht fliegen. Com Array. Was ist da in der Richtung? Aber jetzt kann ich dann einmal umschalten. Repeater. Und Laser. Habe ich da zwei Laser? Nein, vier. Die sind nur in den Flügeln verbaut. Und wie heizen sie sich auf? Naja, so richtig Dauerfeuer geht nicht. Ich muss dann doch mal neu starten. Okay. Ich guck trotzdem mal in der Sternenkarte, ob es da noch was Näheres vielleicht gibt. Nö, zoomt nicht. Jetzt zoomt da. Gut. Nein. Und in die ungefähre Richtung.
Auch nicht. Nee. Da muss ich tatsächlich manuell hinfliegen. Na gut, dann fliege ich da mal manuell hin. Ich bleibe in den höheren Atmosphäreschichten. Da kann ich schneller fliegen. Wenn ich das Fahrwerk einfahre, dann verändert sich da, glaube ich, bei den. Ne, ich fange jetzt nicht mit dem Fahrwerk an, im Quantum Drive. Aber Boost kann ich mal machen. Boost. Ja. So, noch 30 Kilometer. Ich schalte mal in den Gefechtsmodus um. Und überlege mir, ob ich aus der Sonne komme. Ob das überhaupt eine Rolle spielt. Aber auf jeden Fall fliege ich nicht in die Sonne dann. Ich habe noch nicht gescannt. Waffen sind bereit. Nerven bis zum Äußersten angespannt. Und dann bin ich mal gespannt. Gespannt. Könnte ich eigentlich noch ein bisschen wieder im Quantum Drive schneller fliegen? Dass ich hier rumkomme. Nein, ich schalte jetzt aber die Schilde nicht aus, obwohl die relativ schnell nachladen. Wie hoch bin ich? 3 Kilometer. Fast 4 Kilometer hoch. Jetzt habe ich 90 Grad zur Sonne. Halte die Entfernung 10 Kilometer, 7. Jetzt drehe ich ein. Kommt zwar nicht ganz aus der Sonne, aber ein bisschen. Ich werde viel zu hibbelig. 4. Kilometer Höhe. Jetzt scanne ich mal. Aha. Tango Makar, den wollte ich nicht. Da sind mehr von den Typen, ja? Ezra Horton wollte ich. Da ist Ezra Horton. Da, jetzt habe ich ihn. Okay.
destroyed. Hey, gut. Jetzt nehme ich gleich noch die nächsten. Ich habe jetzt keinen Nerv dazu, in die Aufgaben zu gucken, ob der als Aufgabe auch drin ist. 1200. Zu tief. Nix für mich. Und neuer Zielanflug. Ich probiere mal Raketen. Das war jetzt nur eine, das war jetzt nicht so prickelnd. Ah, ich sehe das Ziel gar nicht da. Kilometer. Jetzt kommt er. Wo ist mein Ziel? Target destroyed. Gut. Shields hit. Einen Hammer noch. Höhe ist 3 Kilometer, ist gut. Oh, eine Cutlass. Ich bin sogar hinter. Nein, ich bin nicht hinter, bin ich hinter. Ja, eine Cutlass. Prosecco. Ist sie jetzt im Soft-Ed? Shields. Nein, die ist nicht im Soft-Dead. Ganz schön. Und ich sehe auch in der Zielanzeige nicht wirklich. Das Ziel. Shields kommt nicht vernünftig ins Ziel. Shields hit.
Das dauert mir gleich zu lange. Ich verstehe es nicht. Ach, ich habe jetzt erstmal keine Lust mehr. Ich ziehe mich mal zurück. Und schau mal nochmal in die Missionen. Contracts, Angebote, Bounty Hunting. Crusader, nein. Low Risk, nein, ETA, Blackjack, Vladislav Murdoch, Rexite und Vala. Ach, so ein Frage. Oh, nein. Sehe ich Forst gezückt? Nein. Blackjack in a Cave? Nein. Oh, da ist noch einer. Bounty Hunters Guild, Biscuit Bear und Hurston Dynamics? Nein. Was haben wir? Mercenaries? Nö. Den sehe ich hier nirgends. Und jetzt machen wir noch einen Anflug mit Raketen. Jetzt baller ich da gleich meine ganzen Raketen drauf. Ich weiß nicht, warum der nicht so richtig in der Zielerfassung ist, der Säckel. Ich kann doch nicht so oft. T zählt doch noch, oder zählt C nicht mehr? Muss ich aufpassen, dass der Mini. Ah, er wird orange. Ist das ein gutes Zeichen? Oh nein, das war der Scanner-Modus. Ja, ich habe den Scan-Modus an. Ich verstehe es nicht.
Ich geb's auf. Ich verpiss mich. Das bringt nix. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kriege ihn nicht. Er freut sich jetzt noch, dass er mir noch einen reindrücken kann. Und ich bin weg. Und ich habe schon wieder 87% Durst. Nein, 14% Durst. So. Jetzt umschalten in den Quantum Drive. Und richtig weg. Wer piepst da? Ich glaube, ich werde das mal im Arena Commander nochmal probieren. So ein bisschen mit der Zielschaltung, und vielleicht ist tatsächlich da irgendein Fehler drin in der Zielerfassung, dass die nicht vernünftig funktioniert. Und dass ich die Reclaimer da jetzt nicht niedermachen konnte. Ich habe, glaube ich, ganz gut getroffen. Aber wer weiß das schon? Ich gucke mir nochmal die Missionen an. Nein, ich fliege erstmal nach Area 18. Area 18 zurück. Und auf dem Rückweg werde ich mir mal meine Contracts angucken. Accepted keine History. Ja, die sind immer abgebrochen. Ja, das war der, den ich überraschend mit dem komischen Absturz da hatte, und das war die, die ich jetzt hatte. Gut. Und wenn ich mir den Ruf anschaue, Reputation, Bounty Hunters Guild, gibt's immer was dazu. Oh, das war aber ein Sprung. Zwei Stück erledigt. Und schon den übersprungen. Civilian Defense Force. Ah, ist ein Furz. Ein Fliegenkack sieht man da. Ah ja, das ist Bounty Hunters Guild. Ja, da, ja. Aber trotzdem. Eine Mission geschafft oder zwei und schon da. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Bin ich jetzt da oder bin ich da? Tracker Trainee, was ist das? Ach, Bounty Hunting, ja. Gibt's gleich drei. Und das ist mein Postdienst. Muss ich noch ein paar Päckchen ausliefern. Dass ich da auf volle Stufe komme. Ja, gut. Warum ist der immer noch im Ziel? Area 18. Ich habe gar nicht geschaut nach Budget. Aber ich wusste auch nicht, wie viel ich vorher hatte. Also ist sowieso egal. Mein Schiff. Ah, das finde ich gut. 91, das ist ein bisschen genauere Anzeige.
Ist gut. Raketen halt bis auf eine alle abgeschossen. Das ist schon okay. Return to game. F1 war die Taste, nicht Escape. Jetzt muss ich wieder dahin gucken, wo der Landeplatz ist. Da, schon gesehen. Gut. Dann brezeln wir mal dahin. Die Atmosphäre, die hat ganz schön Widerstand. Aber 600? Mit 600, das gibt bestimmt nette Streifen. Nö. Aber ich frag mal um Landeerlaubnis. Jetzt kann ich um Landeerlaubnis fragen. Und da ist meine Landezone schon. Hangar 8. Ah, wir haben einen großen Hangar, glaube ich. Da fliege ich sonst mit der Caterpillar raus. Oh, nicht so langsam. Aber in den Modus kann ich schon mal schalten. Da ist mein Hangar. Aber Fahrwerk ausfahren ist schon mal eine nette Sache. Aha. Jetzt kurve ich hier. Kurve ich hier noch im Hangar rum. So bin ich wenigstens recht dicht am Ausgang oder recht fern vom Ausgang. Nee, das ist der Ausgang, wo es gelb ist, ist im Ausgang. Gut. Wartungsarbeiten. Landing heißt ja, das finde ich so doof. Ja. Raketen, Quantum nix. Da ein bisschen. Gut. Ausschalten. Okay. Dann so. Und aussteigen. Danke, Schiff. Netter Flug. Wo ist mein Helm? Ich bin ohne Helm geflogen. Oh nein, Leute. Macht mich nicht fertig. Das sind die coolen. Das ist genau wie Motorradfahren ohne Helm oder ohne Schutzkleidung. Piloten ohne Helm. Dann wird man... Naja, gut, dann brauchst du wenigstens keine Giftkapsel, falls du vom Gegner eingefangen wirst. Ah, diesmal steht sogar Elevator Call da. Ja, genau. Während ich mir ein Getränk nehmen wollte, kommt der Aufzug. Ich werde abgeschossen und werde nicht als Raumanzug
mit Leben drin. Ich sollte auch irgendwo hinfahren. Rumtreiben, sondern werde sterben und damit kann ich nicht ausgefragt werden. Wobei ich ja sowieso nichts weiß. Aber das weiß ja der Gegner nicht. Jetzt nehme ich mir was zu trinken. Hat nicht gewirkt. Doch, hat doch gewirkt. Ha! Gut. Hey, der hat auch ein nettes Dress an. Dieses fleckige. Das habe ich, glaube ich, auch. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Goodbye. Gut. Das war jetzt ein ordentlicher Flug, fand ich. Bis auf dieses komische Zeug mit der Reclaimer da, dass das nicht gepasst hat. Aber das in die Hand geben funktioniert wieder. Ja, jetzt muss ich gleich nochmal probieren. Funktioniert vielleicht das auch? Nein. Inventar kann ich immer nur noch mit I wieder schließen. Er trinkt jetzt alles aus, oder? Wenn ich jetzt Inspect drücke, passiert was? Ich sehe aber nicht den Füllzustand. Okay. And welcome to Riker Memorial Spaceport, servicing the Greater Area 18 Metropolitan Area. We hope you have safe travels. Carry. Irgendwo war Müll. Da ist Müll. Jetzt probiere ich nochmal. Er schmeißt es wieder irgendwo in der Gegend rum. Oder ich habe es eingeladen. Ja. Und ist 0%. Thank you for visiting ArcCorp, Stanton's capital of commerce. Whatever your transaction, we wish you a beneficial and prosperous stay. Place. Funktioniert das jetzt besser mit dem Place, weil da hatte ich auch immer ein paar Schwierigkeiten. So. Hello and welcome to Riker Memorial Spaceport. Servicing the Greater Dann mal auf bald, Bürger der Sterne. Zu den Sternen. Ad Astra.